Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte auch zunächst auf ein paar Äußerungen der Kolleginnen eingehen. Wo ist er, liebe Yvonne Gebauer? Ist richtig, bei der Anhörung haben ganz viele von den kommunalen Spitzenverbänden gesagt, da muss was passieren. Niemand hat leider gesagt, dass der Gesetzentwurf die Lösung dafür ist. Worum geht es hier eigentlich? Es geht nicht um den Untergang des Abendlandes, es geht ausschließlich darum, um Bedingungen bei der Errichtung von Teilstandorten verschiedener Schulformen. Und ich frage mich, um welche Ungerechtigkeit soll es hier eigentlich gehen? Die SPD postuliert, die Errichtungsmodalitäten zweier Schulformen seien deutlich günstiger ausgestattet worden. Scheinbar sind damit Gesamt- und Sekundarschulen gemeint. Denn die Regelungen für diese beiden Schulformen sollen auch für alle anderen weiterführenden Schulformen angewendet werden. In der Anhörung und der Beratung des Gesetzentwurfs im Ausschuss wurde deutlich gezeigt, dass derzeit die Gründung von Teilstandorten von Gesamt- und Sekundarschulen mitnichten an geringere Anforderungen geknüpft sind. Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Und Frau Vogt, ja klar ist es wünschenswert, und es wurde in der Anhörung vieles gesagt, was wünschenswert ist. Aber es hat letztendlich nichts mit diesem Antrag zu tun, wo es tatsächlich nur um Teilstandorte für Schulen geht. Der Vorschlag der FDP hätte außerdem zur Folge, dass Teilstandorte von Realschulen bei Einrichtungen künftig mehr Klassen pro Jahrgang haben müssten als für die Gründung oder zumindest gleich viele wie für die Gründung einer eigenen Realschule nötig sind. Was soll dann Teilstandort? Verstehe ich nicht. Wenn ich eine eigene Realschule bilden kann, kommt doch kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich mache einen Teilstandort. Das ist ein Flop. Die Vereinheitlichung der Klassengrößen auf 25 Schüler finde ich gut, weil wir sind prinzipiell dafür, Schülerzahlen zu senken in den Klassen. Finde ich prima. 3 Schüler weniger für die Hauptschule, für die Realschule und Gymnasium. Aber im Gesetzentwurf geht es nur um die Klassengröße bei Errichtung. Wie die Klassengröße nachher ist, steht da überhaupt nicht drin. Also hier jetzt ein Fass aufzumachen und über Klassengrößen zu reden, halte ich für völlig verfehlt. Wir können bei diesem Gesetzentwurf an keiner Stelle erkennen, dass er sich auf ein irgendwie geartetes, relevantes Problem bezieht. Dies wurde in der Anhörung vor allem durch Herrn Wagener, dem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, deutlich bestätigt. Und für eine abstrakte Gerechtigkeitsfrage hier an dieser Stelle sehen wir keinen Anlass. Wenn es darum ging, eine tatsächliche Verbesserung für die Schüler in der Schule zu erreichen, wären wir auf dieser Seite. Aber das hat mit diesem Entwurf leider überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank.